Herzlichen Dank, Herr Bürgermeister. Und jetzt ist unsere Ben wieder dran und sie wird selber sagen, worum es da geht. Ja, vielen Dank. Ja, in den 1840er Jahren, also so in der Zeit des sogenannten Vormärz, hat der Georg Herbig ein sehr leidenschaftliches Lied geschrieben, in dem es darum geht, für ein freies Deutschland und eine freie Bundesrepublik zu kämpfen und notfalls auch dafür zu sterben. 100 Jahre später hat man dann dieses Lied genommen, im gleichen Sinne, um die Zeit des Nationalsozialismus zu beschreiben. Das Lied heißt Die Bange Nacht. Die Kanone drum und haut das Hitlerreich in Scherben. Wenn wir vom